So, meine Freunde, und willkommen zurück zu Animal Crossing New Leaf, New Leaf, New Leaf. Jetzt geht's mir besser. Ja, die Aggressionen müssen auch irgendwo raus hier. Ja, ich bin gerade sehr guter Laune. Oh, mein Leuchtstab, yeah, der ist voll toll. Ich mag ihn immer noch. Ja, wir sind jetzt hier wieder zurück aus der Special-Weihnachtsfolge gerade. Nichts wundern, ich nehme die Aufnahme jetzt am 31.12. auf. Nicht wundern, warum da schon der zweite, erste steht. Weil mein DS falsch eingestellt war, der war noch zwei Tage vor. Deswegen eigentlich ist es erst der 30. heute, also es sind erst 6 Tage vorbei nach Weihnachten. Weil ich hatte jetzt durch die weihnachtsstressige Zeit da mit den Verwandten besuchen und Verwandten essen und, oh Gott, allen drum und dran. Keine Zeit zum Animal Crossing aufnehmen. Ich habe die anderen Projekte alle brav aufgenommen. Habe jetzt mehrere Aufnahmen, die ich für die Ferien noch habe, die ich sogar nach den Ferien noch habe. Also ich habe ordentlich zu rangehauen. Ganz ehrlich, das wäre echt krass, was ich geleistet habe. Und ja, was soll ich großartig sagen? Es wird nur so Animal Crossing und das mache ich jetzt. Weil ich gerade Lust dazu habe und wir sehen noch mein schönes Weihnachtsoutfit und meine tolle Perücke von den guten Chris. Viele haben auch in die Comics geschrieben, dass wir vielleicht öfter mal was aufnehmen sollen. Werde ich mal gucken, wie es passt, beziehungsweise wie es bei ihm dann passt. Weil es hängt ja nicht nur von mir ab, sondern auch von ihm. Denn wir müssen beide Zeit haben, um irgendwas zu machen. Oh, hallo, was geht ab bei dir? Susanne. Huch, wen haben wir hier? Dich haben wir ja schon eine Weile nicht mehr gesehen, Zero. Vielleicht so eine Woche? Naja, ist jetzt auch keine Ewigkeit, aber da siehst du mal, wie wichtig du hier bist. Bleibst mal ein paar Tage weg. Fällt's direkt auf. Wie auch immer. Gut, dass du wieder da bist. Knabber an dein Ohr. Oh, sweet. Sweet, sweet, sweet. Oh, eine rote Rose. Sweet. Ich mag rote Rosen. Ich find's toll, wenn der ganze Weg hier später nur durch Rosen, also dass hier nur Rosen wären an dem Weg. Das wäre echt klasse, wenn das gehen würde. Ich weiß ja nicht. Muss ich mal gucken, ob die sich so vermehren dann, ob sie dazu Bock haben. Ich gieße einfach mal alles, was hier ist. Passt schon. Deswegen, dann werde ich auch bald weiter mit meinem Rosenfeld machen, sobald ich mehrere geile Farben habe. Ich habe ja zurzeit nur schwarz und eine goldene. Mal gucken, vielleicht kommt das ja noch deswegen. Ich bin da gute Dinge, wir haben Zeit und die nehmen wir uns auch natürlich auch, meine Freunde. Noch ist hier ein bisschen Schnee, das heißt, wir können, glaube ich, keine Weihnachtsmänner mehr bauen zwar. Oder können wir noch? Weiß ich gar nicht. Vielleicht liegt hier noch irgendwo ein Weihnachtsbaum. Jedenfalls hier auch Unkraut und eine Fundsache und bla. Bla, bla, alles weg damit. Und hier soll, das hat mir Chris ja gesagt, das habt ihr mir auch in die Kommis mal gepostet, das habe ich bloß übersehen, unterirdisch die Scheiße sein. Wenn ich sie finde. Hier? 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 Wo ist sie denn? Hier? Keine Ahnung, wo die ist. Oh, die stört gerade. Ich will sie haben. Nee, hier ist sie nicht mehr. Doch. Hier, irgendwo muss die ja sein. Oh, dieses schreckliche Viech. Doch, es gibt noch Schneemälle. Yeah, geil. Dann werden wir das doch noch machen. Weiterhin. Die muss hier irgendwo sein. Wo ist denn am lautesten? Laut, laut. Hier. Da vielleicht? Nee, auch nicht. Hier? Och, ich höre das einfach nicht. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wo genau die da ist. Ich höre das einfach nicht. Bin, glaube ich, ein bisschen so doof dafür. Weil die ist sie ja nirgendwo. Also, ich finde sie nicht. Nö. Die soll unterm Boden sein, hat er gesagt. Meine Schwarzen sind weg. Oh, nö. Warum nicht die Roten? Die Schwarzen waren voll schön. Egal, oh, dann müssen wir eben die hier gießen. Hui. So, alles wieder. Alles wieder im Butter. Da. Soll ich noch Schnee mal basteln? Ja, komm, unsere Glücks-5-Karte besteht ja noch. Die hieß das auch ein bisschen sehr krass. Ich werde das Ding finden, glaub mal. Ich suche jetzt. Wo ist das? Ist am dollsten, ne? Ja, ich glaube schon. Ah, Manno. Ich glaube, ich höre gleich einfach auf. Ich habe nämlich keine Lust mehr, hier überall Löcher zu buddeln. Das schockt ja auch nicht. Da vielleicht? Genau in der Mitte?
Nee, auch nicht. Ach, wisst ihr was? Ich lasse einfach jetzt. Ich habe doch keine Lust mehr zu. Vielleicht gibt es irgendein Anzeichen dafür, wo genau die sein soll. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug gesucht. So, und du kommst weg. Ich will keinen Dreck hier haben. Dankeschön. Hier war es aber auch krass. Und so, ach, egal. Ich lasse jetzt einfach. Wenn sie keinen Bock mehr hat, suchen wir ihm den Geldstein. Der ist auch viel besser. Und viel besser. Und viel besser. Und viel besser. Und vielleicht noch einmal. Nee, schade. Aber es war schon gut. Kann ich was mitnehmen? Ein immer nur. Okay, nehmen wir nur den hier mit. Der ist das ist der größte Sack, ne? Ja, 4000. Hä? Kann ich nicht? Doch. Hä? Hä? Was ist jetzt denn los? Achso, ich wollte gerade sagen. Hä? Warum geht das nicht? Warum kann ich den nicht einstecken? Aber irgendwie habe ich nicht auf das richtige Symbol geklickt. So. Nehme ich gerade überhaupt auf? Hallo? Was? Wie verpeilt bin ich denn heute? Ja, ich nehme auf. Hi. Hallo. Voll verplant heute. Okay. Es geht gar nicht klar. So, ist hier was? Oh, cool. Pff, also, wenn wir den auch mal haben, ist ja gut. Sonst hier irgendwas? Nee. Vielleicht irgendwas an Bord, weil das Angelturnier soll ja auch bald sein. Uninteressant für uns. Guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, das dann brauchen wir auch nicht. Machen wir noch, keine Sorge. Das machen wir noch mit neues Jahr. Das mache ich bloß an einem anderen Tag. Werde ich die Zeit wahrscheinlich zurückdrehen. Aber wir haben so viel Post, ey. Alles mit dem ganzen November, Dezember-Kram hier noch. Mit dem neuen Laden und so. Was alles gekommen ist. Da wieder was mit dem Laden von Schnapp und Lab. Und da wieder Spendenaktion. Apropos Spendenaktion. Da habe ich doch... Jetzt die Uhr müsste jetzt eigentlich fertig sein, oder? Genau, die Uhr ist auch fertig. Was bringt die jetzt? Kann ich die irgendwas ablesen? Oder sieht die einfach nur cool aus? Ich glaube, die sieht einfach nur cool aus. Hey, cool. Ich habe eine Uhr. Okay, ich gehe mal kurz shoppen. Und dann werde ich mal gucken, was wir als nächstes bauen können. Also jetzt an Spenden, wollte ich gerade sagen. Ja, als Aktion, was wir eben... bauen können. Deswegen, vielleicht wird uns ja auch was Neues vorgeschlagen, wenn wir noch mit ein paar Leuten reden. Werde ich mal sehen, wie wir es gleich gestalten werden. Hallo, Nappy, Nappy Schleppy. Verkaufst du irgendwas Weihnachtliches auch noch? Nö, gar nicht mehr, ne? Vielleicht sollen wir ein bisschen auf Sommer schon mal gehen und holen uns einen Grill. Einen Grill, genau. 2200. Ne, noch nicht. Wir haben ja keinen Platz eben im Winter. Von daher gucken wir einfach mal. Gibt es hier neue Tapeten denn? So langsam muss ich nämlich ausmisten, den ganzen Weihnachtskram. Und da können wir schon mal achten, was wir... Ne, sowas nicht. Das ist total geschmackslos, solche Pünktchen da oder so, ey. Ne, 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 das geht nicht. Designer-Tapete, wie sieht die aus? Ey, das kann man als Schlafzimmer gut nehmen, ne? Mit Vorhänge. Hoho, Vorhänge. Keiner kann sehen, was ich mache. Was haben wir sonst noch hier? Keramikfliesen. Oh, das könnte interessant werden. Für eine Küche vielleicht, aber sonst auch nicht. Ja, okay, komm, wir lassen das erstmal, würde ich sagen. Wir gehen erstmal weiter. Und ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal gleich um. Weil ich kann dieser Schande nicht weiterleben, diesen Klamotten. Die gehen gar nicht klar, ganz ehrlich. Sowas will ich nicht anhaben. Und ich merke schon wieder, wir haben so viel Zeit verschwendet für gar nichts. Und zwar, was wollen wir denn alles verkaufen hier? Das Kleeblatt, bringt das irgendwas? Oder kann ich das auch nur zeigen, wie die... Ach doch, ich kann es anziehen. Jetzt habe ich hier den coolen Haarschnitt. Oh Gott. Sonst noch irgendwas? Weihnachtsmannmütze. Wisst ihr, was wir machen? Wir verkaufen eben ein paar Sachen und packen ein paar Sachen weg. Ich kann die Weihnachtssachen ja ruhig wegpacken für nächstes Jahr auch schon. Ich glaube nicht, dass es neue gibt, von daher. Packen wir die mal eben weg und meine Frisur sieht echt schrecklich aus. Ich muss dringend zum Friseur. Und ganz ehrlich, es werden das wieder mehr in den Crossing-Folgen kommen. Also jetzt so... Für mich jetzt nacheinander, für euch jetzt wieder, wie gesagt, immer am Wochenende, dass ich dann schön Einklang habe, weil das ist mir sonst einfach zu viel Animal Crossing. Deswegen, und es darf eigentlich nicht zu viel Animal Crossing werden, weil wenn es zu viel Animal Crossing wird, dann ist dieses Sinn dieses Chill-Projektes nicht erledigt. Dann ist es ein Chill-Projekt für mich und ich habe da keine Lust, das irgendwie jeden Tag zu bringen oder so. Macht zwar Spaß und so, aber nee, das muss unbedingt nicht jeden Tag gemacht werden. Glücks-5-Karte lassen wir mal. Wir können noch ein paar Schneemänner bauen. Das ist die Perücke. Die packen wir auch mal weg. Das ist die Weihnachtsmannhose, ja, ne? Genau. Sonst noch irgendwas, was wir verkaufen können? Die Axt kann weg. Wir haben erst eine Goldnäher bekommen zu Weihnachten. Festtagslampe. Die habe ich gar nicht mal im Haus aufgestellt. Ne? Aber das kommt ja eh weg. Von daher kann ich das auch schon mal wegpacken. Ja, den Rest lassen wir einfach mal. Die Schneeflocke können wir gar nicht wegstecken, sehe ich gerade.
Ja, okay, dann machen wir erstmal eine kurze Grundreinigung, einen Frühjahrsputz, gerade fürs neue Jahr, weil dieses Video kommt ja im neuen Jahr raus. Für mich ist es gerade ein Tag vorher. Und deswegen schönes neues Jahr, Leute. Hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich bin auf jeden Fall gut reingerutscht, so wie es sich das gehört. Ne? Das muss. Mit ein paar Kollegen. Schön gefeiert, werde ich heute Abend noch, deswegen freue ich mich schon drauf. Schön was trinken, ein bisschen knabbern, ein bisschen labern, ein bisschen zocken vielleicht sogar und dann chillen. Naja, zocken eher vorher und dann nachher Party. Party, Smarty. Mario-T-Shirt, das haben wir noch nicht, oder? Ich glaube, wir haben nur die Kappe gehabt. Egal, wir müssen erstmal ein bisschen sommerlich einkleiden. Eine grüne Hose, grüne und rote Hosen, Froschhose, geht voll klar, ey, ohne Scheiße, ey. Ein Frosch-Outfit? Nein, ich werde erstmal anprobieren. Habe ich jetzt kein Oberteil an? Boah, voller Penner-Look, Alter, mit weißen Unterhemd, ey, nehme ich. Oh Gott. Scheiße, es geht gar nicht klar. Also ziehen wir uns mal ganz kurz an. Azur. Damenschuhe. Hatte ich vorher gar keine an? Doch, Rohschuhe. Warum habe ich Damenschuhe eigentlich? Wie gay ist das denn? So, wir sind jetzt der Penner Zero. Yeah, der Hartz IV, der Tag gehört dir. Nein, ich will jetzt nichts Schlimmes sagen an Hartz IV. Kann man ja ganz schnell reinkommen und alles und. Deswegen, das ist auch nicht schlimm eigentlich, außer man macht es 30 Jahre lang oder so. Dann sieht man vielleicht so aus wie ich mit... Ja, da guck mal, wie glücklich ich habe vier kleppriges Kleeblatt. Ja, bei fünf Kleppeligen hat man mega viel Glück, habe ich gehört. Das bekommen wir aber erst bei Arbeitsamt, genau. Yeah, so. Und zwar wollen wir jetzt erstmal zum Friseur gehen. Wie mit unserem Gammel-Look, ey. Aber das ist mein richtiger... Nee, Ferien-Look? Ich habe gar keinen Ferien-Look. Normalerweise habe ich mir gedacht, ich chill die ganze Zeit in Jogginghose. Aber nein, ich style mir sogar die Haare. Auch wenn ich gar nichts mache zu Hause. Ich style sie mir einfach trotzdem aus. Keine Ahnung. Weil ich es einfach geiler finde. Ich sitze eigentlich nicht gern schlabberig irgendwie rum oder so. Ich sag mal einfach, hey, machst du einfach deine Haare. Und dann mache ich es einfach. Das ist... Total crazy. Okay, nochmal rauf da. Aber ich aufstehe, sehen meine Haare genauso aus wie jetzt. Aber wir wollen eine vernünftige Frisur haben. Schön gegelt, gestylt. Das passt heute. 3000? Ja, komm, gönnen wir uns heute mal, würde ich sagen, wa? Meine Schwester hört gerade laut Musik im Hintergrund. Ich hoffe, das hört man nicht. Wenn ja, dann wäre ich gestrikt von der Gamer. Lässig oder klassisch? Heute mal komplett lässig? Nee, nicht ganz. So. Heute sind wir richtig lässig, ey. Was ganz Neues jetzt mal. Wie heißt jetzt zum neuen Jahr? Deswegen darf ich immer das Gleiche nehmen. Deswegen passt schon, würde ich sagen, oder? Moment, hört man das süß? Nee, das hört man nicht, hoffentlich. Stylisch, flott, bitteschön. Nicht lockig. Lockig ist nicht so mein Ding. Stilikone oder... Unnahbar. Unnahbar, genau, passt schon. Mal was ganz Neues, wie gesagt. Welche Haarfarbe möchten wir? Intensiv? Natürlich! Was denkst du denn? Und dann so fast schwarz-braun-mäßig, wie, ja, und bitte kein Rot jetzt wieder, Alter. Weh, das wie wieder Rot, ey, dann raste ich aus. So, rauf die verpumpte Plauze da und boom. Wow, radikaler Undercut, okay, geht klar. Gar nicht mal so schlecht, das ist, sieht doch geil aus. Ja, da brauchst du mal BMW, wir fahren jetzt los. Kein Spaß, ich hab echt einen BMW, pff. Ah, geil. So, gucken wir jetzt einfach mal. Liegt hier echt mega viel Schnee, ey. Das ist echt krass. So, ich wollte es aber erstmal nach Projekten suchen. Und ich muss meiner Schwester gleich sagen, dass sie die Schnauze hinten halten soll mit ihrer Musik. Ich weiß, das ist nicht die richtige Wortwahl, aber die Musik ist zu laut. Die hört man sonst. Und dann werde ich gestrikt von der Gamer und dann wird mein Kanal gelöscht. Wollt ihr das? Nein, das will ich auch nicht. Deswegen soll sie die Musik ausmachen. Danke, hat sie gemacht. Danke! Ja, hoffentlich hat sie das gehört, weil... keine Ahnung. Ich mag es einfach nicht, wenn sie laute Musik anhat. Das regt mich auf. So, hallo! Hallo Bürgermeister, schön dich zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich würde eigentlich gar nicht meine Stadtmelodie machen. Ja, das war was Neues, ey. Stadtmelodie gefällt mir, bla bla bla. Frischer Wind, vielleicht. Ja, wir müssen jetzt eine neue machen, komm. Und zwar will ich... Das ist für Lache. Ne, mach mal was Neues. Komm, was komplett anderes machen wir jetzt. Irgendwie was Lustiges. Kann ich doch meinen Namen schreiben? Kann ich echt? Wir schreiben mal meinen Namen, okay? Ich bin gespannt, wie es aussieht. Gibt es da ein R?
Nee, leider gibt's keinen Erna Tonleiter. Arrrr! Ist auch schwer irgendwie zu sagen. Dann machen wir was richtig. Was machen wir so da, Dido? Ist ja lustig. Geht das? Da, da. Da, da. Ist das putzig? Oh Gott, ist das süß. So, wie geht's hier an? Putzig. Wie die letzten so hoch haben, aber. Genau so will ich das haben am Ende. Und den auf Seite und so. Nee, das ist langweilig. Komm, irgendwas Vernünftiges muss man haben. Ja, so. So vielleicht? Und dann wieder so? Wieder zum G? Und dann wieder zum A? Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig, aber ich will das auch mal machen. So ein bisschen probieren, so ein bisschen Spielspaß hier so reinbringen. Und ich muss gleich mal ganz runtergehen, so. Ne, der hier muss nochmal auf das D raufgehen. Das klingt ja sonst nicht einheitlich. Das muss ja auch irgendwie einheitlich klingen, ne? Sonst hört sich das total scheiße an. So, und der hier muss... Der gefällt mir auch irgendwie nicht. Der muss mal ganz hoch, glaube ich. Bin damit noch nicht einverstanden. Ihr könnt mir auf jeden Fall irgendwie helfen, falls ihr irgendwie sagt, nee, Zero, die ist scheiße, oder nee, Zero, die ist geil, oder... wohl eher die Zero... Die scheiße, Zero, könnt ihr ruhig in die Kommis schreiben, wenn euch die nicht gefällt. Dann mache ich vielleicht eine andere, wie ich auch immer dann sehen werde. Ich werde jetzt einfach die hier nehmen, fertig. Komm, bestätigen, random, by random. Hört sich irgendwie auch geil an, oder? Eine wunderschöne Melodie. Kriegen wir jetzt irgendwas dafür? Nö, gar nichts. Okay, dann nicht. Okay, was können wir denn heute machen? Yo, Penner, hol mir ein Bier, Alte! Okay, die Uhr ist fertiggestellt. Super. Da will ich aber auch keine Feier machen. Weil Feiern sind doof. Nee, ich will keine Feier. Ich will mein Bier, Alte. Gib mir mein Bier. Nein, ich rede nicht so mit Frauen. Ich rede da ganz nett und höflich und... wie auch immer. Stadtverschilderung. So, gib mal her. Was haben wir denn hier Schönes? Ein neues Projekt würde ich ganz gerne. So, was haben wir denn? Ein Ziehbrunnen. Eine Parkbank. Das wäre auch nicht was... Das wäre auch was Schönes, ne? Eine Parkbank? Ja, das wäre cool. Ah, so ein Brunnen hätte ich auch gerne. So ein Fotoschild wäre auch nicht schlecht, ne? Vorfahrtsschild, Hydrant. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen einfach nochmal... wir machen einfach mal einen Springbrunnen, würde ich sagen. Ist bestimmt auch geil. Ja, ich will gleich damit anfangen. Ich weiß doch gar nicht, wo der hin soll, ganz ehrlich. Was soll der Springbrunnen denn hin? Der muss irgendwo da sein, wo jeder dran vorbeikommt. Wo jeder mein tolles Werk sieht. Und nicht, wo jeder mein Löcher sieht. Wo sie überall weggesteckt hat. Lustig. So, wo kommt am besten der Springbrunnen hin? Ich bin am Überlegen, ob ich den fast vor mein Haus setze. Ganz ehrlich. Hä? Nicht so schnell, warte bitte auf mich. Ja, wenn du da nicht durchkommst, du mit deinem schlanken Pudelkörper bei diesen muskulösen Männern, kann ich auch nichts dafür. So, Pudelmudel, komm mal her. Wo stellen wir den denn hin? Moment, wir hatten da hinten doch so eine freie Stelle, oder? Nee. Dann stelle ich die... Oh, nein, scheiße, nicht umrennen, nicht umrennen. Hierhin wäre... Ne, hier ist zu wenig Platz, glaube ich. Und wir haben noch Briefe zu erledigen. Oh, doof. Warte, ich mache den... Na, das will ich auch nicht. Ich will den hier wegmachen, wartet mal. So, ich glaube, wenn die hier weg sind, dann passt das, oder? Wenn der hier noch weg ist? Rams. So. Wärst du zufrieden, wenn er hier steht? Ganz ehrlich, hallo? Ja, soll er. Mal schon. Und. Ja, es geht, okay. Und. Boah, das sieht doch geil aus, wenn da rum so Bäume sind später. Jawohl, will ich. Mach mal. In Ordnung, dann sollen wir schnell alle Vorbereitungen treffen. Klasse, dann baut bald ein Springbrunnen in der City. Alles klar, der Gyroid, der stalkt zwar jetzt mein Haus kaputt, aber egal. Das wollen wir jetzt einfach mal hinnehmen. Ich muss unbedingt noch nach Oberteil gucken, weil dieses Pennerleben, das kann ich nicht weiterführen. Und erstmal gucken, was wir für Briefe bekommen haben. Und ich kann nicht alle mitnehmen, klasse. So, wegwerfen bitte. Sogar Geschenke haben wir dabei. Von Schnellmehl. Was ist das denn? Von Schnellmehl? Wer ist Schnellmehl? Ich weiß es nicht. So, wo haben wir das denn? Hier.
Geschenk entfernen und Geschenk entfernen von Papa. Was? Papa schreibt mir? Hallo mein Sohn, ich weiß, du hast mich noch nie getroffen und deine Mutter hat damals durch Gangbang dich erzeugt. Aber hier ist dein Vater. Ich glaube, ich bin dein Vater. Nein, wir kommen zur Sache. An meinen kleinen Zero. Dieser Brief ist keine 3 Jahre alt. Weißt du noch, wie ich mich immer als Weihnachtsmann verkleidet habe? Was? Den gibt es! Ich lese nicht weiter. Der labert scheiße, der Magger. So, von Schnellmi. Hey Schneemann Bauer, dafür, dass du mich so krass gebaut hast, musst du auch ausreichend belohnt werden. Darum habe ich die ganze Schneemann-Kommode für dich vollgestopft. Was? Schneemann-Kommode? Was ist da denn? Schneemann-Kommode? Geil. Okay, und eine Goldanlage. Gucken wir uns mal an, unsere neuen Geschenke, wa? Klililililing! Unsere neue Glocke. Ich fand's total. Unser weihnachtliches Zimmer. Können wir ja noch stehen lassen ein paar Tage. Wie sieht die denn aus? Chillig. Die sieht echt geil aus. Und wie sieht die Schneemann-Kommode aus? Och, sie putzig. Ich will sie drehen. Zu mir. Ich will sie gucken, wie sie aussieht. Oh, ist die geil. Guckt euch die mal an. Die ist voll krass. Voll schneeig und so. Ich finde die toll. Ist sie voll? Nee, das ist meine. Aber sie sieht auf jeden Fall cool aus. Passt auch zu Weihnachten. Mann, ich wollte eher eine Kommode ran. Da habe ich mir gleich die neue hier rausgesucht. Was haben wir denn? 3D-Pulli? Blue-Jeans-Jacke? Ja, komm, die ziehen wir an. Ich hatte zwar noch nie eine grüne Hose und ein Jeanshemd so an, aber... Oh Gott, das ist ein modisches Vergehen. Aber wie heißt ja? Die Dings macht's wieder raus, ne? Also das viel klebrige Kleeblatt, das macht schon wieder hier flotten... Irgendwas, keine Ahnung was. Irgendwas Flottes auf jeden Fall. So, egal. Diddlingling. Ist auf jeden Fall was Neues, diese Klingel jetzt. Ne? Ich finde sie besser, ganz ehrlich. So, ein bisschen Blumen gießen nochmal hier. Zack. Ah, wunderschön. Und hier nochmal. Hui. Und das ist der Baum, den Musician gebaut hat. Ihr sagtet, das soll irgendwas Besonderes sein. Gucken wir mal. Nö, ich merke da nichts Besonderes. Da ist irgendwie gar nichts Besonderes. Ach, Manno. Der hat einfach einen einfachen Baum eingepflanzt. Das ist ja ärgerlich. Hm, komisch. Egal. Ja, was machen wir so großartig? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Wir werden nochmal kurz hier unten am Strand gucken, ob hier irgendwas ist. Vielleicht werden wir noch kurz angeln. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Kurz 2, 3 Fische vielleicht mal rausholen. Winter haben wir ja noch lange nicht gemacht. Geangelt hier so im Winter. Hallo, du Haze-Liga-Fisch. Deswegen kann ich ja mal fragen, ob der gute Chris dann mit mir auf eine Insel mal geht. Was habe ich ja noch nie gemacht, der diese Inselspiele? Mal schauen. Deswegen ist ja alles möglich. Es ist alles möglich für Impossible. Haha. Und ich muss auf der Insel noch abends Käfer fangen. Das habt ihr mir ja auch noch gesagt. Das mache ich auf jeden Fall noch. Aber dann auch erst, wenn ich Zeit habe. Und nicht irgendwann, sondern wenn ich Zeit habe. Das ist am besten dann. Und der Fisch, der wird auf jeden Fall anbeißen. Weil er der Pro-Yo ist. Komm schon. Komm schon. Jawohl! Bäm! Eine Makrele! Jawohl! Eine Makrele! Glück ist auf. Oder Glück. Makrele. Ist kreiert. Keil. Schön. Kein Hai oder sowas hier. Nur vom Teufel spricht. Das ist echt ein Riesenfisch. Komm zu mir! Der ist echt groß. Nein! Ich hab mich... Oh Mann! Ich hab mich erschrocken! Oh, ist das doof, ey. Das hier ist ein Riesenfisch. Der ist ja auch so richtig hässlich. Das ist ein Seehund. Ich will einen Seehund angeln. Komm her. Komm her. Putzen. Komm schon. Putzen. Doofer Fisch, ey. Sollst du hier anbeißen? Ja. Oh, ich habe mich fast wieder erschrocken, ey. Aber ich habe gedacht, nein, du darfst dich nicht erschrecken. Was ist das denn? Barsch? Ein Seebarsch. Ja, ich kenne mich mit Fischen aus. Hier liegt ein Pilz. Also ich habe meinen Strand echt gut geführt. Stiefel, Muscheln, hier liegt echt jeglicher Scheiß rum. So, letzter Fisch für heute, würde ich sagen. Dann mache ich aber auch den Part für heute zu Ende. Heute nichts Besonderes eigentlich gemacht, aber das wird sich hoffentlich bald widerlegen. Im nächsten Part werde ich weiter mit der Stadt machen, also mit der Straße und mit den Blümchen und sowas. Und ja, bis dahin gucken wir einfach mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Deswegen chillen wir da ein bisschen. Heute mal ein bisschen chilligere Folge von Animal. Oder von ACLV oder Animal Crossing New ACNL, genau, so nennen es die Leute ja in den Kommis. Die Overpros von Animal Crossing, oh yeah.
Sag einfach Animal Crossing. Das reicht mir. No, eine Flunder! Yeah, geil. Haben wir noch gar nicht gefangen. Oh ja. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's von heutigen Part. Animal Crossing New Leaf. Welcher Part gefallen? Lasst einen Kommentar, lasst ein Like, dann wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, euer Zero.